Hallo zusammen, hier ist wieder Ortela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen nämlich mal wieder ein paar Kisten von den Berufungsquests aus Maldraxxus öffnen. Ich war nämlich wieder fleißig, habe mir ein paar Kisten zusammengefarmt. Insgesamt wollen wir nämlich 20 Kisten aufmachen. Und wenn ihr euch fragt, was brauche ich aus diesen Kisten und warum machen wir die auf? Dort sind Mounts drin oder beziehungsweise anders, es können quasi aus diesen Kisten Items rauskommen, wo wiederum Mounts rauskommen. Und zwar sind da die Nekrorochen drin, insgesamt 3 Stück an der Zahl. Ich habe immer noch keins von denen. Wir haben das letzte Mal schon 20 Kisten aufgemacht. Diese 20 Kisten waren leider eine Nullnummer. Und ich hoffe, dass ich jetzt ein Ei rauskriege. Und aus den Eiern, wie gesagt, können dann halt diese Rochen rauskommen. Ja, ich würde sagen, wir steigen ein. 3 Stück habe ich auf dem Main hier schon mal rumliegen. Und ja, machen wir mal das erste gleich auf. Achso, insgesamt bin ich bei knapp 200 Stück, die ich schon aufgemacht habe, ne? Also, ich glaube 197, irgendwie sowas um den Dreh. Also, ich bin schon echt im Unlucky-Bereich. Gut, steigen wir ein. Erste Kiste. Nichts. Wir haben ein paar Grauloot. Zweite Kiste. Grauloot. Dritte Kiste. Oh boy. Das fängt ja schon mal gut an. 3 Kisten, 3-mal nix. Naja, können wir den Grauloot verticken. Gibt's immerhin halt. Der Grauloot war immerhin 5000 Gold wert, ne? Besser als nix, sehr gut. Da können wir schon mal weiter locken. Also ich habe auf einigen Twinks so die ein oder andere Kiste mitgenommen. Beziehungsweise swappen wir mal auf den zweiten Account rüber. Hier haben wir auch nochmal 2 Kisten. Das ist dann Kiste Nummer 4. Grauloot. Kiste Nummer 5. Auch Grauloot. Okay, das hauen wir dann auch schon mal weg. Mal verticken und dann loggen wir weiter. Oh boy, ich sag's euch, wenn ich jetzt wieder nichts rauskriege, ne? Also jetzt bin ich schon über 200 Kisten. Wie gesagt, 197 waren wir das letzte Mal. Jetzt nochmal 5 aufgemacht. Ja. Gut, da ich jetzt hier so ein bisschen längere Ladebalken haben werde, schnipsel mal das wieder zusammen. So, dann sind wir schlussendlich eingeloggt. Hier haben wir auch nochmal 2 Kisten. 5 hatten wir aufgemacht. Dann haben wir hier Kiste Nummer 6. Nix. Kiste Nummer 7. Come on. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, dann wieder weg mit dem Grauloot. Ich sage, ich werde mehr Millionär von dem Grauloot. Ich sag's euch. Werte Dame, das ist 3000 Gold. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist so nicht euer Ernst. 7 Kisten, kein Item. Das läuft schon genauso wie das letzte Mal. Gut, dann swappen wir zum anderen rüber. Wie viele Kisten hat der so rumliegen? Auch 2. Kiste Nummer 8. Nada. Kiste Nummer 9. Auch nix. Uff, jetzt haben wir gleich Halbzeit, ne? Vor allem, ihr müsst euch überlegen, die Kisten sind nicht ganz so schnell gefarmt, ne? Also ein bisschen was muss man tatsächlich schon für tun und das ist tatsächlich jetzt echt ein bisschen nervig. Okay, ja gut. Oh, schau mal, ich habe hier einen besseren Ring in der Tasche, sehe ich gerade bei dem Twink. Venture Danger müssen wir mal umtauschen. Gut, dann loggen wir hier auch weiter. 9-mal nix. So, dann sind wir weiter durchgeloggt und zwar 9 hatten wir, dann machen wir Nummer 10 auf. Ah, mal was anderes, ein Conduit-Ding. Gut, das ist halt wieder mit irgendeinem Gammelchar, ne, der quasi keine Conduits hat oder halt. Oh, schau mal, hier könnte ich mal was reinsockeln, sehe ich gerade. Hier, gut. Komm, sockeln wir mal irgendwas, dass der hier ein bisschen besser aufgestellt ist. So, und dann Nummer 11. Noch ein Conduit-Teil. Interessant. Gut, die nimmt man zwar gerne mal so nebenbei mit, aber ein Mount wäre mir tatsächlich lieber. Können wir hier auch wieder weiter locken. 11 Stück haben wir jetzt, ne? Ich versuche immer zu gucken, dass ich mich nicht verzähle, weil das passiert öfter, tatsächlich. So. Nächster Char. Das ist das Inventar aber voll. Nummer 12. Nix. 13. Auch nix. Muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Händler habe, weil sonst kriege ich hier langsam Probleme mit dem Inventar. Ihr seht schon, bei den Twinks bin ich immer ein bisschen faul. Leer das Inventar nicht so oft aus. Warte mal, hier haben wir doch irgendwo so einen. So. Bisschen Grauloot. Na, schon mal, der Grauloot war 9k, ne? So kriegst du Gold zusammen. Gut, also, was hat man? 13, ne?
7 Stück haben wir noch offen. Naja. Komm bitte, gib mir doch wenigstens ein Ei. Das wäre jetzt schon echt ganz wichtig, dass ich jetzt mal eins krieg. So, nächster Char am Start. Hier haben wir auch wieder 2 Kisten. Das ist dann Nummer 14. Und Nummer 15. Okay, 2-mal Conduit haben wir bekommen. Lernen wir die gleich nochmal. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. So, 5 Dinger sind's noch. Das ist einfach maximal unlucky bei mir, ich sag's euch. Ah, ich hätte den Grauloot wieder verkaufen sollen, ne? Sonst müllt ihr mein Inventar weiter zu. Dann haben wir hier den nächsten. Das machen wir mal alles weg. Haben wir hier nur eine? Ah, doch, da haben wir 2 Kisten. 16. 17. Warum? Dann wieder 2 Conduits. 3 Dinger sind es jetzt noch. Ich müsste mal gucken. Irgendwo da hinten haben wir doch bestimmt noch, auch noch einen Händler. Dann tue ich das Zeug schnell weg. Maximal beschissen. Also 3 brauche ich jetzt noch. Muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwo einen Char rumliegen habe, der noch ein paar Kisten hat. Da habe ich die letzten Tage wieder richtig reingefarmt, ne? Um die Kisten zu kriegen. Vor allem bei den Gammel-Equipen Twings ist das immer gar nicht so lustig, die World Quests durchzuballern. Also, gibt angenehmere Sachen. So, hier der DH, der hat doch bestimmt noch was. Ah, schau mal, wir haben jetzt lang genug gebraucht, dass hier der nächste schon eingeloggt ist. Ja, gut. Hier haben wir noch eine Kiste. Dann haben wir Kiste Nummer 17 müsste das sein. Ne, Nummer 18, ne? 19. Oh boy. Oh boy. Okay, eine haben wir dann noch. Eine letzte. Ticken wir hier das Zeug noch. Also die ersten 20 waren schon mal nix und es scheint jetzt so, ob die nächsten 20 auch nochmal nichts werden. Richtig ätzend. Ne, das können wir verkaufen. Wait. Ich glaube, das ist sogar... Ne, okay, das kann ich auch verkaufen. So, dollar. Dann swappen wir mal hier auf den letzten Char rüber. Mein DH, schön bei den Nightfee. Ich muss ja meine ganzen Chars auf die ganzen verschiedenen Coverlands ein bisschen verteilen, um irgendwann mal die ganzen Transmog-Sachen mitzunehmen. Gut, dann haben wir hier noch eine Kiste Nummer 20. Und yes, wir haben nochmal ein Conduit-Ding bekommen und jetzt, ja, nochmal 20 Kisten aufgemacht, 20 mal nix. Wir haben jetzt hier 85 Kisten geöffnet und beim anderen... 130. Akzeptiert nichts. Dann sind wir jetzt bei 215. I don't know, anscheinend habe ich das letzte Mal verzählt oder dieses Mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt ein gutes Stück über 200 Kisten und leider immer noch kein Mount. Ich werde mich das nächste Mal wieder melden mit dem Opening, sobald ich wieder 20 Kisten zusammen habe. Ich glaube, ein paar habe ich tatsächlich sogar noch über, also mal gucken, wie lange das dauern wird. Ich hoffe, das nächste Mal läuft es dann besser und ich kriege dann vielleicht das ein oder andere Ei raus. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie es bei euch läuft, ob ihr schon ein bisschen luckier mit den Mounts aus den Eiern bzw. aus den Kisten seid. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.